Sieht es er hier an dem orangenen Luftballon? Sie bitte. Herr Bleitschwein, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ab Montag soll weitergebaut werden, obwohl das Ergebnis des Stresstests nicht aussteht und die Bahn immer noch nichts zu den Kosten von S21 gesagt hat. Ich nehme an, dass der Bund weiter Geld zuschießen möchte. Dann weiter. Bahnmanager äußerten, dass sie vom Bau ablassen werden, wenn es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Stuttgart kommt. Schon allein dieses Ansinnen ist menschenverachtend, denn es werden Tote riskiert. Was sagen Sie zum Weiterbau? Haben Sie da neueste Informationen am Montag? War ja Lenkungsausschuss. Ja gut, ich werde jedenfalls versuchen, dass es dazu nicht kommt. Ich habe am Freitag ein erstes Gespräch mit dem Bundesverkehrsminister Ramsauer. Ich denke, es ist so. Die Bahn argumentiert jetzt sehr stark mit den Verträgen und der Vertragserfüllung. Aber wir müssen andererseits sehen, alle haben sich auf die Schlichtung eingelassen. Ja? Alle Beteiligten haben sich auf die Schlichtung eingelassen. Und das ist sozusagen ein freihändiges Verfahren. Darauf hätte man sich nicht einlassen müssen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat das auch eine Bindungswirkung. Ja? Und wir haben ja in dem, was der Schlichter Geisler vorgelegt hat, den Punkt 12 und 13 ist es, glaube ich, wo es um diesen Stresstest geht. Und es ist ja so, eigentlich ist die Schlichtung erst wirklich zu Ende, wenn dieser Stresstest gemacht und bewertet wurde. Ja? Die Ergebnisse des Stresstests, wenn er nun mal ehrlich gemacht wird, ja vorher nicht bekannt sein können, was da rauskommt, dann ist es natürlich nur vernünftig, zumindest bis dahin zu warten mit weiteren Bauvorhaben, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Es könnte ja zum Ergebnis kommen, da werden Vergaben oder etwas gemacht, die nachher nicht mehr gefragt sind, weil der Stresstest etwas anderes ergeben hat. Also folgt meiner Ansicht nach aus der Logik des Stresstests, dass man bis dahin auf jeden Fall nicht weiterbaut und nicht weiterbaut. Wie konsequent und wie hartnäckig können Sie diese Position vertreten und vielleicht auch durchsetzen? Ja, ich vertrete sie erstmal sehr hartnäckig. Ja, wir haben es ja gemeinsam im Koalitionsvertrag so festgeschrieben, dass wir das von der Bahn erwarten. Und ich denke nicht, dass die Bahn da einfach über das Votum der Landesregierung hinweggeht. Gut. Nächste Wortmeldung am roten Luftballon. Hallo, mein Name ist Hamid Sahihi. Einige unter Ihnen werden mich schon von verschiedenen Vorträgen her kennen. Ich bin Mitglied der Architekten und Architektinnen für K21 und ich möchte hier mitteilen, dass wir im letzten Dreivierteljahr uns intensiv mit den Zielen für K21 beschäftigt haben und in dieser Zeit eine Ausstellung aus der Taufe gehoben haben in 12 Tafeln, die ab Dienstagabend hier im Rathaus im Erdgeschoss ausgestellt sein werden, dauert circa bis Ende Juli. Ich möchte alle herzlichst einladen, zu uns zu kommen. Natürlich alle Mitstreiter K21, insbesondere aber auch jene, die für Stuttgart 21 heute noch sind oder jene, die noch schwanken sind, um mit uns in einen sachlichen und emotionsfreien Dialog zu treten, damit wir ihnen erklären können, wo wir die Probleme bei Stuttgart 21 sehen und was unsere Ziele für K21 sind. Danke.
Und Karl 21 könnte ja eine Alternative zum Tiefbahnhof S21 sein. Da wird aber immer wieder gesagt, da gibt es noch keine Planung, da braucht man viel zu lange Zeit, das ist alles illusorisch. Wie ist da Ihre Haltung? Natürlich würde das Zeit dauern, aber meine Haltung ist dazu, wenn man das vernünftig macht und einfädelt, dann dauert es meiner Ansicht, geht es schneller, als wenn wir das Projekt Stuttgart 21 machen, wegen der hohen Kosten. Das sind die Gelder, sind ja nicht erstmal gar nicht da. Nicht auch der Bund hat ja da ein ganz enges Budget. Dann muss es ja gestreckt werden. Ja, da muss sozusagen die Bauzeit gestreckt werden. Insofern, wenn man das vernünftig macht, finde ich, ist das Zeitargument kein wirklich starkes Argument. Nächste Wortmeldung. Am grünen Luftballon. Ja, schönen guten Abend, Herr Kretschmer. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind. Ich kann Sie fast gar nicht sehen durch den Schilderwald vor mir, aber ich hoffe, Sie können mich hören. Ich habe eine vielleicht eher hypothetische Frage. Und zwar, wenn die Bahn bis zur Volksabstimmung keinen Baustopp macht und unentwegt schafft, Fakten schafft, und wenn die CDU die Volksabstimmung mittels Klage verzögern sollte, dann ist ja die Zusage der SPD zu einer solchen Volksabstimmung eigentlich das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Wäre es möglicherweise eine Lösung, dass der Landtag dann den sofortigen Ausstieg aus dem Projekt Stuttgart 21 beschließt und der Bahn eine spätere Volksabstimmung über die mögliche Wiederaufnahme des Projekts anbietet? Danke. Es wäre wahrscheinlich möglich, aber ich sehe im Moment dafür keine Mehrheit. Das sind die harten Fakten. Nächste Frage. Am roten Luftballon. Ja, leider sind wir nun in der schwierigen Situation mit Stuttgart 21 oder Kopfbahnhof. Das ist ein Fehler, den wir jetzt ausbaden müssen. Dieses Problem hätten wir überhaupt nicht, wenn nicht vor 20 Jahren schon etwas schiefgelaufen wäre. Damals haben die Grünen Bündnis 90 sich über den Tisch ziehen lassen. Und was Bernd Boley verlangt hat, das müssen wir heute nachholen. Hier muss Stuttgart und Bernd Boley 2 antreten und das nachholen. Die sind dort in Leipzig auf die Straße gegangen. Die haben gesagt, wir sind ein Volk und wir wollen die Einheit in Freiheit. Die Einheit haben wir bekommen, die Freiheit nicht. Wir haben ein Grundgesetz, das ist keine Verfassung, das ist ein Provisorium, das sollte... Die Minute ist vorbei, kommen Sie bitte zu Ende. Was wir brauchen, ist eine Verfassung 21 und dann hätten wir Stuttgart 21 gar nicht. Aber der Stress, es ist auch schon gelaufen. Darf ich Sie unterbrechen, aus Gerechtigkeitsgründen den anderen Rednern gegenüber? Wir haben Ihren Gedanken verstanden, aber was hat Bärbel Boley mit Stuttgart 21 zu tun? Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Haben Sie das verstanden, Herr Ministerpräsident? Also erstmal, wir haben uns nicht über den Tisch ziehen lassen, sondern wir waren da eine Partei unter 10% im Landtag. Ja? Und da hat man nur beschränkte Möglichkeiten, das, was man für richtig hält, auch durchzusetzen. Zweitens, eine Verfassung redet genauso wenig wie ein Grundgesetz, ob ein Bahnhof vergraben wird oder nicht. Das ist leider harte Alltagspolitik, die da geleistet werden muss. Bitte schön, lila Mikrofon. Guten Tag, Herr Ministerpräsident Kretschmann. Wir haben ja in diesem Staat große Investitionsvorhaben,
die Arbeitsplätze sichern sollen. Und manchmal steckt dahinter aber auch ein großes Gewinninteresse. Und wenn nun bei den Entscheidungen darüber, welches Verkehrssystem das Richtige ist, die Wissenschaft durch ein großes Unternehmen gar nicht mehr die richtige Lösung herausfinden kann, und wenn dann die Leistung eines Verkehrssystems absichtlich falsch gerechnet wird, dann haben wir doch einen Filz zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft. Wie gedenken Sie, den aufzulösen? Und wenn die Bürger nicht merken können, dass dieser Filz aufgelöst wird, welche Mittel haben Sie dann noch, sich gegen diesen Filz zu wehren? Ich denke erstmal, war sicher auch einer der Gründe, warum wir jetzt an der Regierung sind, dass nach 58 Jahren CDU-Regierung mal ein frischer Wind reinkommt in die Regierung. Die Dinge etwas anders beurteilt und sozusagen die da in 58 Jahren gewachsene Netzwerke jetzt nicht mehr so einfach laufen und benutzt werden, um das mal so zu formulieren. Spüren Sie da schon was in Ihrem Amt, dass es da solche Netzwerke vielleicht gegeben haben könnte? Also ich spüre erstmal in meinem Amt, dass die Leute mich da sehr freundlich und wohlwollend aufgenommen haben. Und erstmal haben wir eine gute Verwaltung und Ministerialbürokratie in Baden-Württemberg. Also daran liegt es nicht, ja. Sondern wir haben ja mit der Schlichtung gezeigt, und da müssen wir ein bisschen nach vorne denken, nur so kann man Dinge ändern. Es ist möglich, dass die Zivilgesellschaft auf Augenhöhe mit Institutionen, großen Unternehmen, wie der Bahn redet, dass sie zeigen konnte, dass sie so einem großen Konzern argumentativ die Stirn bieten kann. Und das ist der Ausblick für die Zukunft. Und wenn wir mehr Bürgergesellschaft wollen und auch Strukturen schaffen, wo sie zu ihrem Recht kommt, dann tun wir was dazu. Also das heißt, ich fasse es mal kurz zusammen. Das Projekt, das wir verfolgen, heißt nichts anderes erstmal, als dass die Zivilgesellschaft denselben Zugang zu den Institutionen hat, wie die starken Lobbys und Interessengruppen, die ihn schon immer haben. An der Stelle will ich noch eine Frage nachreichen. Wie haben Sie das da empfunden in der Schlichtung? Da plant die Bahn 16 Jahre, ist geplantes Projekt, und dann kommen 7 Schwaben und fegen eigentlich inhaltlich viel von der Planung eigentlich weg. Wie haben Sie diesen Zustand empfunden damals, so als Person? Ich war begeistert. Wir waren doch, ich jetzt persönlich nicht, aber die vielen gescheiten und kompetenten Menschen, die da versammelt waren in dem Aktionsbündnis, wir wussten doch nachts um 2 nicht, packen wir das am nächsten Tag? Hat nicht die andere Seite vielleicht doch Argumente, die wir nicht gekannt haben und wissen? Und das war das, was mich so überrascht hat. Sie hatten sie nicht. Vor allem ist es wirklich, ich sehe es jetzt mal positiv. Das einerseits war, ich sehe es mal positiv, es zeigt, welche Engagement, welche Kompetenz, also was da in der Zivilgesellschaft da ist an Schätzen, die man nur heben muss und in Stellung bringen muss, und dann läuft vieles anders wie bisher. Davon bin ich überzeugt. Da haben Sie ja jetzt eine große Herausforderung, Strukturen zu schaffen, dass diese Schätze gehoben werden. Ja, also ich denke,
erster Linie ist es erstmal eine Frage der Haltung. Ja, betrachtet man eine Protestbewegung als Dagegenbürger und Wutbürger und Neinsager? Ja, oder betrachtet man einen Protest als legitim? Und wenn man einen Protestbewegung genauer hinschaut, dann ist es immer so, dass da Alternativen genannt werden. Ja? Darum war das mit der Dagegenpartei für mich eigentlich ziemlich dümmlich. Und diese Haltung abzulegen, das ist wichtig. Und natürlich auch da sitzen Leute, die sich irren können, genauso wie in einem großen Konzern oder in der Regierung. Niemand ist irrtumsfrei, aber dass man denkt, da ist die Vernunft und da die Blödheit. Das muss man sich einfach abgewöhnen. Überall stecken kluge Leute, kluge, dann überall liegt man auch mal daneben. Und das ist ganz normal und mit der Haltung gehe ich an die Dinge ran. Kritisch prüfen. Und ich sage immer noch, man muss sich immer bewusst sein, die Narren von heute können die Helden von morgen sein. Sie können aber auch die Obernarren von morgen sein. Das weiß man vorher nicht. Bitte sehr, am roten Ballon. Guten Abend, Herr Kretschmann. Ich wollte eigentlich schon sagen, guten Abend, Herr Markus. Aber das finde ich noch anders. Okay, Herr Kretschmann, folgendes. Es geht um den Schlichterspruch. Sie waren ja mit dabei beim Schlichterspruch. Es geht um die Bäume, um die Platanen, um die 290 Bäume, die gefällt werden sollen. Pro Baum müssen 1500 Bäume gepflanzt werden. Am letzten Samstag war ein vereidigter Sachverständiger da wegen die Bäume. Wir werden am nächsten Samstag werden wir ein Gutachten machen lassen über die Bäume. Wir werden das Gutachten Ihnen überreichen und dann möchte ich mich darum bitten, dass man sich auch an den Schlichterspruch halten tut. Auch die Befürworter. Die CDU hat ganz groß auf ihre Plakate geschrieben, ja zum Schlichterspruch. Dankeschön. Wir werden es entgegennehmen und prüfen, das ist ja klar. Gut. Das Gelbe, am gelben Ballon. Guten Abend, Herr Kretschmann. Ich habe eine Frage zum Stresstest. Und zwar, ich störe mich daran, dass die Bahn den Stresstest hinter verschlossenen Türen macht und anzeigt. Haben Sie Schritt unternommen, bereits bei der Erstellung des Stresstests Transparenz zu erwirken? Wenn ja, welche Schritte waren es und es? Und was ist dabei herausgekommen? Wir können das ja erst machen, seit wir jetzt an der Regierung sind. Wir haben da interveniert. Ja, was den Stresstest und seine Randbedingungen und Prämissen betrifft, darüber wird jetzt gerade mit den Vertretern der Bahn gesprochen und verhandelt. Und der Verkehrsminister wird in, glaube ich, 14 Tagen ist es geplant, eine öffentliche Veranstaltung zum Stresstest machen, damit jeder nachvollziehen kann, was ist ein Stresstest, was wird da gemacht, um was geht es und wie sieht er aus. Also damit setzen wir klar ein Zeichen. Schluss jetzt mit immer mit dieser Geheimhaltungspolitik. Es wird eine öffentliche Veranstaltung zum Stresstest von Verkehrsminister gemacht. Öffentliche Veranstaltung zum Stresstest von gleichem Charakter wie die Schlichtung? Ja, das ist das Format, das wir da als Vorlage nehmen. Gut. Wir gehen zum zum grünen Ballon. Es tut mir leid, mir verdecken ein paar Schilder immer die Sicht, wenn ich Sie da etwas übersehe. Ich kann nicht durchgucken durch die Schilder. Bitte schön. Guten Tag, Herr Präsident. Mein Name ist Wenn die Bahn entlang ihrer eigenen, für uns schwer nachvollziehbaren Kugenlogik doch am kommenden Montag weiter abreißt und weiter fällt, dann müssen wir befürchten, dass sie nicht so sehr das Ziel hat, ihr
unausgegorenes S21-Projekt nun vorzuführen, sondern Ihrer Regierung eine Falle zu stellen. Und wir wollten Sie gern fragen, ob Sie das auch so sehen und wenn ja, wie versuchen Sie, dieser Falle zu entgehen und wie können wir Bürgerinnen und Bürger Ihnen dabei helfen? Ich rede einfach mit den Verantwortlichen darüber und versuche sie davon zu überzeugen, das nicht zu machen. Aber diese Antwort befriedigt mich noch nicht so ganz. Wie ist es denn mit dieser Taktiererei? Die Bahn, so entnimmt man aus der Presse, die versucht sich ja so richtig in Position zu bringen, wenn abgebrochen wird, dann müssen wir möglichst viel Geld herausholen. Wie ist diese ganze Taktiererei, wie wirkt es auf Sie? Ist es für Sie schwierig zu durchbrechen oder haben Sie da schon ein Gegenmittel im Kopf? Naja, ich nehme das erstmal ein bisschen sportlich. Wie muss man das verstehen? Naja, jeder geht erstmal mit Maximalforderungen da raus. Ja? Und ich denke, diese Zahlen, die die Bahn jetzt damit fast eine halbe Milliarde in die Welt setzt, was ein Baustopp kosten soll, ich meine, das nehme ich jetzt mal vorsichtig gesagt, nicht 1:1. Ja. Ich war darüber schon höchst erstaunt und halte es ehrlich gesagt für einigermaßen abwegig. Ja, bisher ging das so, auf einmal explodiert es auf eine halbe Milliarde. Also ich meine, das kann ich nicht wirklich mal ganz ernst nehmen. Und darüber werden wir natürlich reden müssen, aber erstmal geht es darum, dass überhaupt nicht gebaut wird, solange der Stresstest gemacht wird. Horrorzahlen aufgebaut ist, von der muss ich mich jetzt nicht gleich so sehr beeindrucken. Es ist ja möglicherweise anzunehmen, wenn jetzt trotzdem weitergebaut wird, dass dann der Protest auf der Straße wieder zunimmt. Also es ist völlig klar, das ist auch hoffentlich allen Beteiligten bewusst, dass nichts getan wird, um die Situation zu eskalieren. Ja, daran muss allen gelegen sein. Ich finde, daran kann niemand ein Interesse haben. Es gehört gerade zu meinen Überzeugungen, dass wir schauen müssen, dass wir das Projekt auch so bewerten. Hat so und macht so ein Projekt Sinn unter den Bedingungen, dass es so hoch umstritten ist in der Bevölkerung? Sollen wir nicht mal daran gehen, uns Lösungen zu überlegen, die uns vielleicht da rausführen? Man sieht es ja jetzt bei dem Projekt selber, wenn ich jetzt an den Weggang etwa von NASA denke. Das kann doch so eigentlich nicht gut weitergehen. Deswegen ist es wichtig, dass alle Beteiligten sich jetzt erstmal anstrengen, weiter in einer Atmosphäre zu bleiben, wie die Stiftung sie geschaffen hat, nämlich sehr argumentativ weiterzuarbeiten mit und in der Bewertung des Stresstests. Und in der Phase sind wir. Und deswegen möchte ich wirklich davor eindringlich warnen, jetzt einfach mit dem Bauen weiterzumachen. Ich will doch nochmal nachfragen, weil Sie ein bisschen pupfert. Sie sagten gerade, alle Beteiligten sollten in Ruhe drüber nachdenken und sollten nichts eskalieren. Sind damit auch die Bürger als Beteiligte gemeint? Oder die Frage war ja, wie können die Bürger Ihnen helfen? Würde Ihnen der Protest helfen? Also müssen Sie einfach mal verstehen, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtig bin in meinen Äußerungen. Ich muss halt jetzt mit den Leuten verhandeln. Ja?
Und jetzt muss ich mich selber, wenn ich die Drohkulissen der anderen kritisiere, werde ich jetzt nicht meine eigene sozusagen gerade in Stellung bringen. Deswegen bleibe ich ein bisschen vorsichtig. Wir wollen jetzt verhandeln. Das ist jetzt erstmal angesagt und jetzt muss ich nicht sozusagen demonstrieren, ist sozusagen ein Grundrecht, fertig ausahmen, das kann jeder machen und da kann niemand was dagegen haben. Ja. Noch ein lila Mikrofon, bitte. Hallo, guten Abend, Herr Kretschmann. Mich würde interessieren, wie Sie heute, nachdem Sie nun an der Regierung sind, Sie könnten ja direkt zum Landesverfassungsgericht gehen und endlich die Frage prüfen lassen, ob die Finanzierung von Stuttgart 21 verfassungsgemäß ist. Das wäre ja die allereleganteste Methode, dieses Wahnsinns- und Schwachsinnsprojekt endlich zu beenden. Sie haben solche Fragen schon mal geprüft. Wir haben ja noch in der Opposition ein Gutachten machen lassen vom Professor Meyer, der sehr relativ eindeutig gesagt hat, es ist verfassungswidrig, solche Zuschüsse. Allerdings die vormalige Regierung hat ein Gegengutachten, das ist erlaubt jedenfalls. Das haben wir jetzt noch nicht geprüft in der kurzen Zeit, aber mit ziemlicher Sicherheit sind wir gar nicht klageberechtigt. Ja, das kann ich jetzt nicht erklären. Das ist in Finanzverfassungsfragen oft ganz merkwürdig, dass da oft gar nicht mehr klagebefugt ist. Also wer klagen könnte, wäre ein anderes Bundesland, das der Meinung ist, es wird in seinem Bauvorhaben mit der Bahn benachteiligt, weil wir was gezuschüsst. Aber wir selber sind gar nicht ohne weiteres klagebefugt. Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, in der Baden-Württemberg-Vertretung in Berlin vielleicht da mal ein paar Fäden zu ziehen, dass Sie ein anderes Bundesland dafür vielleicht gewinnen können. Ja, da muss ich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Dass ein Bundesland gegen ein anderes klagt, ist höchst ungewöhnlich und da werden Sie nicht so schnell jemand finden. War das auch nicht so ernst zu nehmen, mein Vorschlag. Aber wir sehen hier wieder mal, dass das Thema Recht haben, Recht begangen und gesunder Menschenverstand doch manchmal eine schwierige Materie sind. Ne? Das hier, denn der Rechtsstaat ist ein kompliziertes Gefüge. Ja. Jetzt am gelben Ballon. Herr Kretschmann, ich habe eine Frage. Das größte Problem, welches den Bürgerprotest auch angeheizt hat, war das Problem der Glaubwürdigkeit. Und zwar der mangelnden Glaubwürdigkeit der S21-Vertreter. Dem entgegenzusetzen, jetzt sind wir die Glaubwürdigeren, werden alle unterstreichen, die hier, oder fast alle, die auf dem Marktplatz hier stehen. Aber wie wäre es, wenn Sie eine Kommission, die nicht parteipolitisch gebunden ist, ins Leben rufen würden, die unglaubwürdige Werbungen und Behauptungen von welcher Seite auch immer bewertet und auch öffentlich macht? Wenn ich von einer jungen Nachbarin am Auto klebend einen Sticker sehe, sie sei für S21 wegen besserer Zugverbindungen, dann ist dieses eins der Beispiele. Zu der Frage gibt es einen alten Spruch, einen alten lateinischen Spruch, der heißt Quis judicabit, wer soll denn der Richter sein?
Wer soll der Richter darüber sein, was glaubwürdig ist und was nicht? So einen Richter gibt es nicht. Also auch Kommissionen sind politisch orientiert. Wir haben das gesehen, es gab immer solche Fairness-Kommissionen in Wahlkämpfen. Das ist sofort umstritten, was ist fair und was nicht. Und wir müssen noch mal sehen, die Schlichtung hat gezeigt, ja, es gibt einfach nicht so etwas wie Lüge und Wahrheit. Oh doch. Nein. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so, es tut mir leid. Wenn das so einfach wäre, hätten wir uns nicht nächtelang vorbereiten müssen, was wir in der Schlichtung sagen. Und wer die Schlichtung verfolgt hat, hat gesehen, jede Seite hat gute Argumente. Gute Argumente heißt, jeder kann die Argumente nachvollziehen. Und ob sie richtig oder falsch sind, ist umstritten. Und es gibt darüber nicht einfach einen Richter, der sagt, das ist falsch und das ist richtig, sondern wir haben einen Schlichter gehabt, der hat darauf geachtet, dass jeder seine Argumente ordentlich vorbringen kann. Aber die Vorstellung, es gäbe in der Demokratie eine Instanz, die sozusagen über der Demokratie entscheiden kann, was wahr und falsch ist, ich bitte Sie, verabschieden Sie sich davon. Demokratie heißt Streit und Demokratie heißt nicht, dass es da über der Demokratie einen Richter gibt, der entscheidet, was gut und falsch ist. Das sind Illusionen einer Expertendemokratie, die führen zu nichts Gutem, das sage ich Ihnen, zu nichts Gutem. In der Demokratie gibt es immer Regierung, Opposition, gibt es Alternativen und es gibt letztlich Streit und zum Schluss entscheiden Mehrheiten. Aber irgendeine Expertokratie oder ein Rat der Weisen, der sagt, das ist falsch, das ist richtig, das ist wahr, das ist Lüge, meine Damen und Herren, verabschieden wir von uns von so etwas, das gibt es nicht und darf es in der Demokratie gar nicht geben. Also,